Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und jetzt kannst du dich darauf freuen, in den nächsten Podcast-Folgen mit mir gemeinsam 12 Sprachen zu lernen. Denn auf vielfachen Wunsch unserer Podcast-Hörer, die mich gefragt haben, ob ich nicht dieses Polyglot Project, von dem ich in der letzten Zeit gesprochen habe, hier im Podcast mit ihnen durchführen könnte, habe ich mich entschieden, dass wir jetzt hier auch beim Podcast 1 zu 1 diese Übungen durchführen. Das heißt, was ihr jetzt hört, sind entsprechend in den nächsten Folgen die Inhalte der YouTube-Videos, die ich auch auf meinem Kanal habe, sodass ihr wirklich Schritt für Schritt die Sprachen lernen könnt. Wir fangen an mit Englisch, dann geht es weiter mit Französisch, Spanisch, Italienisch und weitere Sprachen. Schwedisch zum Beispiel wird dabei sein, Russisch wird dabei sein, es wird Arabisch dabei sein. Wir werden uns mit Sprachen beschäftigen, wie zum Beispiel auch Tschechisch, Türkisch, Griechisch. Also wir schauen einfach mal, Polnisch auf jeden Fall. Und du hast die Möglichkeit, mit einem handelsüblichen Sprachkurs all diese Sprachen zu lernen. Ich werde dir jeweils eine Empfehlung geben. Meistens sind es die Sprachkurse von Langenscheid, die jeweilige Sprache, zum Beispiel Englisch mit System, Französisch mit System, Italienisch mit System. Die sind ganz gut aufgebaut, weil diese Sprachkurse alles beinhalten, was du brauchst, um eine Sprache wirklich schnell und effektiv zu lernen. Darüber hinaus, weil du dich nur eine kurze Zeit mit diesem Sprachkurs dann aufhalten wirst, mit dem Buch von Langenscheid, werden wir uns aber auch den kleinen Prinzen in den verschiedenen Sprachen dazu holen als erste Lektüre. Und es gibt ansonsten zahlreiche weitere Tipps. Du wirst Sprachtandems kennenlernen und viele, viele tolle Menschen einfach auch auf diesem Weg. Und natürlich hast du jederzeit die Möglichkeit, auch zusätzlich noch weitere Angebote an der Speed Learning Academy anzunehmen, sofern du in einer speziellen Sprache das Tempo beschleunigen möchtest. Wir haben jetzt gerade im Shop einen gigantischen Englischkurs, der dich mit über 90 Lehrvideos und 90 Trainings-PDFs innerhalb von 10 Wochen vom absoluten Anfänger zum Business-Englisch-Profi schult und da wirklich die aus meinen 30 Jahren Erfahrung jetzt die effektivsten Lerntechniken zusammenbringt, sodass du tausende von Vokabeln lernen kannst, wenn du das möchtest, die Grammatik intuitiv lernst und noch viele, viele andere Vorteile hast. Aber was rede ich? Lasst uns einfach starten und viel Spaß dabei. Ich schalte jetzt um auf die Vortragsvideos, die Audios dazu wirst du hier hören. Und melde dich gerne bei Fragen über speedlearning.academy, über das Kontaktformular. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Sei gespannt, denn du wirst von jetzt an Sprachen auf eine völlig neue Art und Weise lernen. Ja, der Countdown läuft. Übermorgen geht es los. Das größte Sprachlernexperiment der Geschichte. 12 Sprachen in 12 Monaten werden wir gemeinsam lernen und ich habe richtig Lust, dir zu zeigen, wie du Sprachkurs zu beginnen und mit der englischen Sprache ab übermorgen zu beginnen. Der Sprachkurs von Langenscheid, das ist das Material, mit dem du arbeiten kannst. Und zusätzlich besorge dir bitte dieses Buch, ich nehme mal Gradion, also wirklich ein richtiges Buch, weil du da sehr viel drin herummalen wirst. Und wir werden in allen 12 Sprachen nach diesem Jahr den kleinen Prinzen gelesen haben. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Tja, eine Frage, die in den letzten Tagen immer wieder per E-Mail an mich gestellt wurde, war: Wie viel Zeit muss ich einplanen? Das ist ganz einfach zu sagen. Je mehr Zeit, desto besser. Denn du brauchst Zeit, um zu lernen und du brauchst vor allem viel Zeit, um zu entspannen. Denn ein gestresstes Gehirn lernt sehr schlecht. Du brauchst also Ruhe und Entspannung, wenn du an diesem Projekt teilnehmen möchtest. Es kommt so ein bisschen darauf an, welches Niveau du in der jeweiligen Zielsprache anstrebst. Wenn du sagst, mir reicht es, wenn ich mich im Alltag in der Sprache zurechtfinde, im Restaurant und im Supermarkt die Gespräche führen kann, damit ich nicht verhungere, ein Hotelzimmer buchen kann und darauf aufbauen, dann die anderen 11 Sprachen zu lernen. Zweimal 20 Minuten solltest du dir am Tag einplanen, indem du aktiv lernst und dann nochmal genau die gleiche Zeit, um aktiv zu entspannen.
Wenn du sagst, ich möchte auf das Niveau von B1 kommen, ich möchte beruflich und privat so das Wichtigste entsprechend ausdrücken können auf Englisch und dann später Französisch, Spanisch, Italienisch und so weiter, dann plane bitte 4x20 Minuten pro Tag ein. 4x20 Minuten, damit du auf das Niveau B1 kommst nach diesen 4 Wochen. Wenn du sagst, ich möchte das Maximum erreichen, ich möchte tatsächlich auch das Vokabular haben, das ich speziell für mein Business brauche, Fachvokabular, ich möchte anspruchsvolle Fachzeitschriften lesen können, ich möchte Nachrichten verstehen können, ich möchte mit Leuten auf wirklich einem hohen akademischen Niveau auch kommunizieren können, dann, das kannst du auch bis zu 5 Stunden in der Woche noch ein Intensivcoaching online dazu bekommen, wenn es tatsächlich hier um eine Sprache geht, die du für deinen Beruf dringend benötigst. Nimm einfach Kontakt mit uns auf und dann machen wir dir ein Angebot. In der momentanen Zeit hast du die Möglichkeit, das Ganze online zu machen. Wenn dann die Ruhe wieder einkehrt und der normale Alltag beginnt, dann kannst du natürlich auch 3 bis 5 Tage zu uns kommen und dann wirst du hier richtig auf die Sprache vorbereitet. Du kannst dich aber auch jetzt schon auf eine Warteliste setzen lassen für die Sprache deiner Wahl und sobald dann die Gesellschaft wieder im realen Leben intensiver zusammenkommen kann, dann geht's los. Ja, also ich fasse nochmal zu, ein Ankergetränk. Du brauchst einen Textmarker, du brauchst ein Notizbuch und bitte besorge dir den kleinen Prinzen. Einmal auf Deutsch und ansonsten in allen Sprachen, die du lernen möchtest. Vorzugsweise jetzt erstmal Englisch und ich werde auch da den Link, wo du den kleinen Prinzen in den jeweiligen Sprachen bekommen kannst, unten immer in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten freue ich mich auf übermorgen. Morgen gibt es nochmal den letzten kleinen Tipp, damit du weißt, wie du überhaupt herausfindest, welche Wörter du effektiv lernen musst und was du am besten machen kannst, um die 20 Minuten, die du 2x oder 4x am Tag nutzt, ideal in den Alltag zu integrieren. Bis dahin, freue mich drauf. Wir sehen uns. Ciao.